Imanissa beschäftigt sich in ihrem Schaffen mit verschiedenen Medien. Sie arbeitet als Plastikerin seriell mit fortlaufenden Werkreihen. Sie arbeitet aber auch mit den Medien des Films und der Literatur. Grundlage der Beschäftigung von Imanissa ist ein Kunstgegenstand, ein historischer Gegenstand oder auch ein architektonisches Element. Sie besucht weltweit Museen, Kulturstätten, macht Fotografien. Anhand dieser Fotografien entstehen Skizzen und diese Skizzen führen dann zu einer Neuinterpretation der Gegenstände und münden in sehr minimalistisch anmutende Plastiken. This particular work is the second display from the series, and it's titled Headshots of Three Film Extras. And basically, it's an installation based on a film sequence. With this series, it's extracting elements out of film sequences and giving them, again, a three-dimensional form. So the text in my work is never a description. The text is part and parcel of the work. So I always think of the textual element and, let's say, a sculptural element or an image-based element as collaborators. So together they collaborate towards something else. So it's not, I don't think of it as a relationship of you see the work and then you have some text explaining it. No, it's an essential part of the work, and without it the work would be only half the work. It wouldn't really be the entire work.